Meine lieben Zuschauer, beim letzten Mal musstet ihr stark sein. Wir sind nochmal kreuz und quer und da rein und dahin zurück, haben noch ein paar Sachen eingesammelt, Josh Dalton und dies und das. Jetzt sind wir endlich im Arboretum mal wieder angekommen. Es war ja damals schon so, als wir zum ersten Mal ins Arboretum wollten, dass wir sehr lange gebraucht haben, bis wir dann endlich ankamen. Und jetzt wollten wir wieder zurück zum Arboretum und das hat auch wieder sehr lange gedauert. Wenn das alles so ist, wie ich glaube, dass es ist, dann ist jetzt quasi unser Bruder Alex nur noch 120 Meter oder so von uns entfernt. Der müsste nämlich da oben in seinem Büro auf uns warten. Glaube ich. Das kann natürlich auch alles noch ganz anders kommen. Aber wir haben noch ein, zwei Sachen, die wir vorher machen wollen. Mindestens genauso spannend. Wir wollen zum Beispiel in die Datenzentrale. Das machen wir jetzt als erstes. Das soll heute alles ein bisschen flotter gehen. Also ab geht's in die Datenzentrale. Da haben wir kurz was zu erledigen. Wird schnell mitgenommen. Zack, zack. Nicht lang fackeln. Wir wollen da von Mikaelas Vater Aufzeichnungen finden. Ne? Das ist ja alles, wird ja alles gespeichert auf der Raumstation im Archiv. Und da sind irgendwelche Aufzeichnungen, hofft sie zumindest über ihren Vater. Die hat sich nämlich ja sogar extra, um ihren Vater zu finden, hat sie sich mit falschen Informationen auf die Raumstation geschmuggelt quasi. Nur um herauszufinden, was aus dem geworden ist. Morgen, hier spricht Igwe. Ich bin mal kurz draußen. Miss Ilyushins Vater, Andronov, der Kosmonaut. Er war hier, das weiß ich. Es gibt bestimmt Protokolle und Aufzeichnungen in der Datenzentrale. Aber morgen, Sie wissen bereits, was mit ihm geschehen ist. Sie haben nur vergessen, was Sie getan haben. Miss Ilyushin, Sie versteht das vielleicht nicht. Tun Sie, was zu tun ist. Aber wenn die Aufzeichnungen fort sind oder wegen der Schäden an der Station vernichtet, wäre das besser so. Oh. Igwe meldet sich bei uns und bringt gerade einen sehr interessanten Twist in das Ganze. Wir haben ja zum Beispiel einen Volontär, haben wir ja selber getötet, ne? Erinnert ihr euch noch dran? Hätte ich jetzt das Wissen, was wir jetzt haben, hätte ich das zu dem Zeitpunkt schon gehabt, hätte ich ihn auf keinen Fall getötet, auch wenn er ein bisschen zwielichtig war. Aber Igwe sagt, wir wissen, was mit Ilyushins Vater passiert ist, mit der wir ja eine Affäre hatten. Und es ist besser für uns, wenn sie das nicht erfährt. Das heißt, vermutlich können wir ihr mitteilen, was mit ihm passiert ist und müssen dann mit den Konsequenzen leben, nämlich, dass sie uns dann wahrscheinlich abknallen will oder so. Oder wir werden sagen, ach, leider war da nichts mehr zu finden. Die Aufzeichnungen sind leider vernichtet worden, es tut mir sehr leid. Tja, müssen wir uns überlegen, wie wir vorgehen. Müssen wir uns überlegen. Erstmal muss ich mir jetzt hier den Weg frei ballern. Zack! Und dann haben wir auch kein Problem mehr mit Strahlung. Und kriegen nebenbei sogar noch ein bisschen Materialien. Das ist sehr cool auch wieder. Ja, Dr. Igwe macht einen Außenspaziergang. Keine Ahnung, was der schon wieder plant. Der Typ ist mir sowieso ein bisschen suspekt. Dass der ein bisschen verwirrt war im Kopf, wissen wir ja. Vielleicht erzählt er also auch Schwachsinn. Aber das ist trotzdem ein sehr interessanter Twist. Verschaffe dir Zugang zum Volontärarchivterminal in der Datenzentrale. Ich weiß, wo das war. Das ist nicht hier, das ist weiter oben. Ja, ja, ich weiß, wo das war. Da stand ich nämlich schon vor dem PC und dachte so, ja, hey, und jetzt? Toll, habe ich einen PC gefunden, der sieht spannend aus, können wir aber nichts mit machen. Jetzt können wir was damit machen. Und jetzt wissen wir auch, welche Nummer wir eingeben wollen. Das heißt, ich gebe das jetzt ein. Ich denke mal, dass wir uns trotzdem anhören dürfen, was dazu gesagt wird. Und dann können wir uns überlegen, ob wir ihr das mitteilen. Hoffe ich mal. Mikaelas Vater. So, Zugang haben wir verschafft. Sie haben gewählt. Testsubjekt, Volontär, bla bla bla. Lösche Juri Andronovs letzten Audioeintrag. Übertrage Juri Andronovs letzten Audiolog auf das Arbeitsterminal in deinem Büro. Seht ihr, wir dürfen uns das jetzt einerseits anhören und uns dann überlegen, ob wir ihr das mitteilen wollen oder ob wir das löschen. Okay, dann müssen wir es natürlich erstmal anhören, um zu wissen, wie wir entscheiden wollen. Die Übertragung dieser Datei stellt eine Verletzung der Transfer-Informationssicherheitsrichtlinie dar. Diese Datei kann nur auf ein Direktor-Arbeitsterminal übertragen werden. MU. Okay, wir hören erstmal an. Dann wissen wir, was zu tun ist, hoffe ich mal. Initiiere Experiment 29, Variante C. Proband V01065532. Proband 32 ist in der Kammer. Psychoskope aktivieren. Haben Sie Familie? Typhon Kakoplasmus bereit machen. Ich habe eine Tochter. Wurde ihr weggenommen. Ich sollte sie wiedersehen. Ich habe alles unterschrieben. Jetzt Konzentration bitte. Ihre Familie. Sie müssen sie sehr hassen. Ich höre es in ihren Stimmen. Vitalparameter. 32 zeigt Anzeichen von Stress. Cortisol und Puls erhöht. Transpiration. Noch nicht im roten Bereich. Sehen Sie mich an. Den Mann, den Sie umbringen. Mimik ist in der Röhre. Erlaubnis fortzufahren? Morgen? Sie bringen uns beide um. Freilassen. Exemplar Typhon Kakoplasmus ist in Kammer mit Proband 32.
Okay. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig. Ich finde das cool, weil das Spiel uns hat uns schon mehrfach vor schwierige Entscheidungen gestellt. Ich meine, man muss ja oft in Spielen irgendwas entscheiden. Mach entweder das oder das. Gehst du durch die Tür da lang oder da lang. Das sind aber alles ja keine wichtigen Entscheidungen. Ich finde es gerade cool, wenn ein Spiel einen solche moralischen Fragen stellt. Weil das ist jetzt eine sehr relevante Frage. Wir wissen jetzt, was passiert ist. Der war eines von diesen Testobjekten, und was mit den Testobjekten passiert ist, wissen wir auch schon, wussten wir auch vorher schon. Die wurden unfreiwillig, eben nicht freiwillig. Wurden die entführt teilweise oder wurden durch Tricks hier hingelockt und dann haben sie die hier, ja, so Leute, nach denen keiner fragen würde, irgendwelche Gefangenen und so, haben sie hier Experimente mit den Aliens mit denen gemacht, und der wurde zum Beispiel von der Mimik getötet in dieser Testkammer. Und auf der Audioaufzeichnung sind wir zu hören, wie wir sagen, freilassen. Also wir haben quasi den Befehl dazu gegeben, dieses Experiment durchzuführen. Das heißt, wir sind nicht wirklich unschuldig, ne, an der ganzen Affäre hier. Wir haben ja bisher gedacht, Alex wäre vor allem Hauptschuldiger so an dem ganzen Müll hier. Gerade auch diese Audioaufzeichnung, die wir da letztens gehört haben, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass das aufhört und so. Aber das war ja jetzt relativ eindeutig, dass wir sozusagen dieses, also zumindest diesen einen Tod hier haben wir sehr klar zu verantworten, ne. Ah, schwierig. Löschen und es verschweigen oder die Audiodatei übertragen, Michaela sozusagen die Wahrheit über ihren Vater wissen lassen, was aber wahrscheinlich zwangsweise zur Folge hat, dass sie auf uns sauer ist und uns töten möchte. Und wir sie dann wahrscheinlich erschießen müssen in unserem Büro. Das ist eine sehr schwierige... Ich sag mal so, fast jeder Mensch würde jetzt sagen, komm, das löschen wir. Die darf das auf keinen Fall erfahren, sonst gibt's Probleme. Löschen wir, hat ja keiner was von, wenn sie das jetzt erfährt. Andererseits ist Ehrlichkeit schon auch wichtig. Und sie hat diesen ganzen Trubel hier nur auf sich genommen. Sie ist nur hier auf diese Station gekommen, um herauszufinden, was mit ihrem Vater passiert ist. Ist die Frage, nachdem wir auch so viel Scheiße gemacht haben, ob wir es ihr nicht schuldig sind, ihr das mitzuteilen. Auch wenn wir sie dann vielleicht töten müssen. Beziehungsweise betäuben. Ich glaube, ich muss mich in diesem Fall tatsächlich mal für die Wahrheit entscheiden. Es ist wahrscheinlich das weniger Vernünftige. Das Vernünftigere wäre jetzt so für die Situation hier einfach das zu löschen. Aber ich will sie wissen lassen, was das... Wir sind ja inzwischen ein anderer Mensch. Wir haben uns ja gebessert. Ein bisschen. Und? Meldet sie sich? Übertragung läuft. Lädt herunter. Danke, Morgan. Vielen Dank. Ich kann's einfach nicht glauben. Ich warte auf Sie, bevor ich es mir anhöre. Seien Sie vorsichtig, Morgan. Sie wartet auf uns. Das ist nett. Das ist einerseits nett und andererseits problematisch, weil ich fast vermute, dass wenn wir dann wirklich in unser Büro zurückgehen und, uns das mit ihr anhören, dass sie dann... Ja, man weiß es nicht. Also ich sag mal so, klar, die erste Reaktion von ihr ist wahrscheinlich, oh mein Gott, du blöde Sau, uns gegenüber. Andererseits, wenn sie ein bisschen logisch nachdenkt, wird sie auch auf die Idee kommen, dass wir auch einfach ihr das hätten verschweigen können. Und dass wir ihr das zeigen, heißt eigentlich, dass wir uns gebessert haben und uns entschuldigen wollen. Also wenn sie ein bisschen reflektiert und klug darüber nachdenkt, dann wird sie das verstehen und dann wird sie uns, glaube ich, na gut. Aber wir wissen natürlich nicht, wie sie reagieren wird. Das ist einfach meine Hoffnung, sage ich mal, dass sie mit Verständnis reagiert. Was dann wirklich passiert, müssen wir herausfinden in der Lobby, in unserem Büro. Für uns geht's zurück ins Arboretum. Noch nicht ganz beendet, weil wir halt dafür erst in die Lobby zurück müssen, das machen wir aber nicht jetzt. Aber zumindest die Beschaffung dieser Daten ist erledigt. Sag mal, wenn wir es jetzt gelöscht hätten, dann wäre die Mission jetzt auch zu Ende, aber ich finde es eigentlich interessanter so. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr entschieden hättet. Ich glaube, vernünftigerweise würde fast jeder sagen, komm, wir löschen das. Und gerade deshalb finde ich es interessant, ihr die Wahrheit mitzuteilen. Aber ich mache auch, ihr wisst ja, ihr habt es ja auch schon im Let's Play gemerkt, ich treffe halt manchmal andere Entscheidungen, als manch anderer wahrscheinlich treffen würde. So, wir sind hier zurück, können jetzt also wieder nach oben ins Arboretum. Datenzentrale, check, machen wir ein Häkchen dran. Weiter geht's in die Besatzungsquartiere. Da sollen wir irgendwie für den Dr. Ikwe, der ja, ach, der Typ ist ein bisschen verwirrt im Kopf, mein Gott. Für den sollen wir da Gustav Leitners Konnektom holen. Machen wir. Da muss ich direkt wieder an die Mission mit dem Koch denken. Die fand ich sehr cool. Die war nämlich auch so richtig rätselmäßig und auch so, auch wieder so eine Entscheidungssache. Das mit dem Shuttle, ob wir das abschießen sollen, war auch so eine moralische Entscheidungsfrage. Also Sachen. Sollen wir den und den töten? Sollen wir den und den nicht töten?
Zum Beispiel das da mit dem Gefangenen, den wir dann getötet haben. Also es gab schon einige schwierige Entscheidungen in diesem Spiel. Ich hoffe wirklich, dass sie ein bisschen vernünftig reagiert. Dass sie uns nicht anfällt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, sobald wir uns das mit ihr anhören, sie dann rot wird, also feindlich gesinnt, anfängt auf uns drauf zu knüppeln und so, und wir sie dann halt zumindest betäuben. Also nicht töten, aber zumindest betäuben müssen. So, zurück in den Besatzungsquartieren. Wo finden wir hier Gustav Leitners Aufzeichnung? Warte mal. Da ist ein Phantom zumindest. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hier sind auch überall diese roten Dinger an den Wänden. Und ich bin jetzt immer geneigt, dagegen zu ballern. Um herauszufinden, ob das nicht vielleicht ein Geheimversteck ist. Aber ich habe noch kein neues gefunden, bis auf das erste. Ich habe nur das erste gefunden und danach keins mehr. Dr. Igwe hat mich gebeten, ein Konnektom des verstorbenen Gustav Leitner zu beschaffen, eines berühmten Pianisten, der sich bei Transtar scannen ließ. Igwe hat mir einen kurzen Ausschnitt eines seiner Konzerte mitgegeben, mit dem ich einen Tresor in seinem Quartier öffnen kann, wenn ich ihn auf meinem Transcribe abspiele. Beschaffe, bla bla bla. So. Wo ist denn sein Quartier? 3 Albtraumleichen sind hier. Alter Schwede, hier haben wir aber richtig Spaß gehabt, doch. So, W. Mitchell, warte mal, hä? Bin ich denn Blade? Hier, Dr. Igwe, da müssen wir rein. Ah, der hat sich hier, ach guck mal, hinter dem Ding. So, jetzt muss ich das im Transcribe irgendwie... Und damit öffnet sich hier ein geheimer Tresor. So cool, solche Sachen. Polyschild, Neuromod, Gustav Leitner Konnektom. Bietet erhöhten Schutz gegenüber physischen Schaden. Ja, gut. Ist nett, brauchen wir aber nicht wirklich. Aber ich habe sein Konnektom gefunden. Das Schloss wurde mit Leitners erstem Konzerto gesichert. Da hat Maya ihn zum ersten Mal gehört und wir... Ich fühlte mich klein angesichts seines Könnens. Ich kann es jetzt auch spielen. Dank einer Neuromod. Aber nur in meinem Kopf. Sie haben die Neuromod eines Gasts benutzt? Ich habe die Neuralscans kopiert und die Daten auf meinem Transcribe versteckt. Meine eigenen Mods hergestellt. Ich bin nicht stolz darauf. Aber jetzt bin ich froh darüber. Bringe Gustav Leitners Konnektom zu Dr. Igwe zurück. Vielleicht ist er deswegen auch so komisch im Kopf. Hä? Weil er sich selber, Hallöchen. Weil er sich selber irgendwelche Dinge eingepflanzt hat. Vielleicht ist er deswegen so komisch drauf. Ich meine, einer wäre hier. Ah, hier bestimmt mit der... Och, Leute, lasst mich doch mal alle in Ruhe, mein Gott. Bestimmt der hier mit der Lampe. Pass auf, warte mal. 1, 2, 3. Jawohl, wir haben den zweiten gefunden. Fernscan und Neuromod. Oh, 2 Chipsätze, Schlagverstärker und Fernscan. Brauche ich beide nicht. Aber wir haben den zweiten von den... Dingern gefunden. Cool, das freut mich. Okay, das waren halt 2 Missionen, die wir bekommen hatten. Also wir schaffen es wirklich, diesen Part, was wir uns vorgenommen haben. Das finde ich ja sehr schön. Das heißt, 2 Missionen. Der hat ja gesagt, der macht einen Außenspaziergang. Na gut, jetzt sollen wir ihn aber wieder in der Lobby treffen. Und genauso sollen wir natürlich auch Mikaela in der Lobby treffen. Das sind also diese beiden Sachen. Und die restlichen Missionen sind ja keine richtigen Missionen mehr, ne? 4 Abladerpunkte fehlen halt noch. Arboretum, meine Freunde. Dann heißt es jetzt Arboretum. Och nein! Ich bin sehr gespannt. Erstmal bin ich sehr gespannt auf die Fluchtkapsel-Sache. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass das sehr viel unspannender ist, als wir uns die letzten Parts so ausgemalt haben. Wir haben ja die Schlüsselkarte für seine private Fluchtkapsel von Alex. Und wir haben ja auch schon gelernt, die Fluchtkapseln funktionieren nicht richtig. Vielleicht funktioniert sogar selbst die von Alex höchstpersönlich nicht richtig. Wobei eigentlich man meinen müsste, zumindest die Chefs haben funktionierende Fluchtkapseln. Ich bin mir, sag ich mal, zu 98% sicher, dass wir nicht einfach von der Station abhauen können und dann Ende ist. So wie ich es mal irgendwann vermutet hatte. Aber was dann wirklich passiert, kann ich mir irgendwie auch noch nicht so richtig ausmalen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir wurden von diesem Dezember kontaktiert. Wie auch Januar hat der unsere Stimme gehabt. Der hat uns die Anweisungen gegeben, beziehungsweise der hatte die Anweisung von uns bekommen, uns bei der Flucht von der Talos 1 zu helfen. Dezember behauptete, ich hätte den Schlüssel zu Alex' privater Fluchtkapsel im Nachbesprechungsraum der Neuromod-Abteilung versteckt, bevor ich meine Erinnerung verlor. Es scheint jedoch, als hätte Alex meinen Plan durchschaut. Der Schlüssel war weg, aber ich konnte einigen Hinweisen folgen, die mich zu einem Tresor in Alex' Büro geführt haben. Der Tresor enthielt alte Transcribe-Protokolle von mir und einen Schlüssel zu Alex' Quartier in den Besatzungseinrichtungen. Dort fand ich den Schlüssel zu Alex' Fluchtkapsel. Ich könnte jetzt allem hier einfach den Rücken kehren. Ob das wirklich so einfach ist, werden wir jetzt endlich herausfinden. Achtung! Ich bin sehr gespannt. So, ich werde einmal kurz hier unten schon mal speichern, sicherheitshalber. Falls dann irgendwie oben was getriggert wird. Meint ihr, wir sehen jetzt Alex drin?
Ah, die Schotten sind jetzt dicht. Nee, wir sehen ihn nicht. Das ist jetzt alles verbarrikadiert, dass wir da nicht reingucken können, bis wir die Mission wirklich annehmen. Na gut. Na gut, na gut. Was glaubt ihr denn? Ich meine, wir werden es jetzt sehen. Ihr braucht es auch nicht schreiben, weil wir sehen es jetzt gleich alle. Aber was glaubt ihr denn, was passiert? Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht einfach rauskommen. Aber ich weiß auch nicht. Oder was auch sein könnte, ist, wir können mit der Fluchtkapsel losfliegen. Aber dann steuert irgendwie oder dann reagiert irgendwie Alex und schaltet die von seinem PC aus ab oder sowas. Und wir müssen dann vom Weltraum aus wieder in die Raumstation reinfliegen. Das könnt ihr mir zum Beispiel auch vorstellen. Na gut, wir werden sehen. Morgen. Nicht. Ich bin nur ein schwaches Abbild von Ihnen und weiß, dass wir die Talos 1 nicht verlassen sollten. Wenn Sie jetzt gehen, zögern Sie das Unvermeidliche nur hinaus. Was wird wohl das nächste Ziel der Typhon? Ja, Januma ist nicht begeistert, das wissen wir. Der hat ja auch andere Pläne. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir hier einfach abhauen können. Aber das ist andererseits die Fluchtkapsel von LXU. Wenn die nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr, an was ich überhaupt noch glauben soll. Morgen. Ich verstehe nicht, woher du die Startschlüsselkarte für die Fluchtkapsel hast. Von allen Möglichkeiten, wie die Tests sich verändert haben könnten, habe ich diese am wenigsten erwartet. Du gehst einfach. Ja, ich gehe einfach. Tschüss. Viel Spaß nochmal, lieber. Vor allem, weil wir die ganze Zeit ihm erzählt haben, dass wir die Raumstation vernichten wollen und so. Oder beziehungsweise er das dachte. Und plötzlich gehen wir einfach zu seiner Fluchtklapse und hauen ab. Tschüss. So. Und was passiert jetzt? Nichts wie weg. Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben versagt. Es ist ein Misserfolg. Nochmal. Wir sind tot. Wir sind tot. Also, erstmal grundsätzlich, ja, wir können nicht abhauen. Alex sagt, wir haben versagt. Und dann sagt eine Stimme noch einmal. Und vorher liefen irgendwelche Dinger runter. LGV, V3, bla bla bla. Okay. Das finde ich jetzt sehr verwirrend. Es ist noch anders gekommen, als ich gedacht hätte. Also, beziehungsweise, dass wir nicht runterkommen, das habe ich mir schon gedacht, aber... Morgen. Nicht. Okay, das heißt aber ja auch, dass wir diese Mission quasi nicht abschließen können. Wenn wir uns reinsetzen, fliegen wir los. Und dann kommt dieses LGV blablabla. Wir sterben. Sind wir, ja, keine Lebenszeichen. Wir können nur den letzten Checkpoint neu laden. Aber das ist ja irgendwie auch sehr mysteriös dann. Ja, also ihr könnt ja mal schreiben, aber bitte wirklich, also seid so lieb, seid ehrlich, kommt. Ohne zu spoilern. Einfach nur, vor allem die Leute, die eben nicht wissen, die eben nicht noch mehr Wissen haben, sondern die so weit sind wie ich vom Wissen her, die also quasi nur dieses Projekt verfolgt haben. Was habt ihr geglaubt? Was passiert vorher? Und was ist eure Vermutung? Was sagt uns das? Weil, also wenn man jetzt ganz weit her spekulieren möchte, dann sagt uns das, dass das irgendwie alles nur eine Simulation ist oder sowas. Das komplette Ding hier. Dass wir in der Simulation gefangen waren, wissen wir ja, aber dieses von wegen... Es hat fehlgeschlagen und dann sagt sie noch einmal und wir kommen wieder hier raus. Das könnte auch dafür sprechen, dass irgendwie alles hier nur eine Simulation ist. Also dieses Spiel ist ein bisschen Inception Brainfuck mäßig auch. Ich liebe solche Filme auch, die so richtig dein Gehirn zum Schmelzen bringen. So Inception, Interstellar und so. Ich liebe sowas. Das heißt aber ja auch, dass wir die Mission nicht abschließen können, weil wenn wir sie abschließen wollen, sterben wir und kommen wieder hier raus und haben die Mission immer noch offen. Durchaus interessant, aber auch ein bisschen verwirrend. Ja, schreibt einfach mal eure Vermutungen, ne, was es damit auf sich hat, was uns das sagen will und so weiter. Und jetzt wird es, glaube ich, noch spannender. Als wäre dieser Part nicht schon krass genug. Wir gehen in Alex' Büro. Na, er ist natürlich nicht da. Morgen. Ich werde dich nicht begleiten. Keine Sorge, das ist kein Trick. Nur ein Geschenk deines großen Bruders. Es ist die Wahrheit, wie versprochen. Ich habe etwas gebraucht, um sie zu finden.
Jemand wollte sie vor dir verbergen. Mein Computer. Noch ein Video. Sieh es dir an, dann reden wir weiter. Ich schicke dir das Passwort, falls du dich nicht schon reingehackt hast. Ja, doch, ich habe mich schon reingehackt, bevor ich dir den Schlüssel gebe. Ich hatte ja schon kurz die Hoffnung, dass er tatsächlich jetzt auch persönlich mal da ist und uns gegenübersteht. Und wieder werde ich enttäuscht. Aber er hat uns Neuromods hier liegen lassen. Nee, Moment. Ich habe ja gerade eben bei der Fluchtkapsel oben gesagt, dieses mit dem Hacken und von wegen, es war ein Fehlschlag noch einmal. Habe ich gesagt, wenn man es sehr weit spinnen will, dann könnte das heißen, dass alles, was wir erlebt haben, nur eine Simulation war. Ja, ist natürlich eine... Guten Morgen, Talos. So, das ist natürlich schon eine sehr waghalsige und krasse Theorie. Aber eben in dieser Sequenz, war da nicht irgendwas von wegen LGV 3.3, irgendwie sowas, wo diese Daten unterliefen? Es hat uns jetzt nichts gesagt, aber die Dateien fürs Looking Glass enden auch mit LGV. Ja, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich heiße Morgan New. Jahr 2035. Ich bin auf der Forschungsstation Talos 1. Was noch? Warum nehmen wir das nochmal auf? Stimmt. Mein großer Bruder ist paranoid. Die Psychometriedaten zeigen signifikante Unterschiede in Persönlichkeitsmustern zwischen den Testläufen der neuen Neuromods. Von mir aus. Ich fühle mich wieder wie ich selbst. Ich meine, schau's dir an. Das ist es, Alex. Geschafft. Noch kannst du dich freuen. Gleich ist alles weg, wenn wir die Neuromods entfernen und alles zurücksetzen. Ich weiß. Auch meine Erinnerung. Geht eben nur so. Reden wir übers Backup. Also, die Typhon-Organismen haben eine komplexe Struktur entwickelt. Material unbekannt, Zweck ebenso. Ich schätze, es ist eine Art Nervensystem, aber ein externes. Wir warten noch auf die Analyse. Bis dahin habe ich Alex den Entwurf für ein Gerät gezeigt, das es aufhalten könnte, sollte es ausbrechen. Alex sollte nur endlich mal zustimmen. Als ob alles dein Verdienst wäre. Was, wenn es nicht klappt? Es klappt schon, glaub mir. Was sollten wir sonst tun? Alles hochjagen? Rettet uns nicht. Und wenn es doch klappt? Ist es das wert? Die Leute nach uns werden schlauer sein. Und stärker. Unsterblich. Sollen die uns verurteilen? Ihnen wird klar sein, dass sie nur dank uns existieren. Bereit. Los. Nun, das ist es. Alles, was ich getan habe, hast du mir aufgetragen. Ich dachte, du glaubst mir erst, wenn du es aus deinem eigenen Mund gehört hast. Die Tests, sie haben dich verändert. Zuerst nur wenig. Aber nach und nach hast du deine Erinnerung verloren. Ich habe dich nicht mehr wiedererkannt. Ich will nur meinen Bruder zurück und zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Das Gerät, das du erwähnt hast, es ist eine fortgeschrittene Version der Nullwelle. Es ist die einzige Möglichkeit, die Typhon aufzuhalten, ohne unsere gesamte Arbeit zu vernichten. Es fehlen nur noch ein paar Messdaten von der Koralle. Dann können wir es vollenden. Hilf mir, es zu Ende zu bringen, Morgan. Und dann kriegst du meinen Sündschlüssel. Ich glaube zwar nicht mehr, dass du ihn noch benutzen willst, aber du kannst ihn haben. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Chipsatz für dich. Du musst dein Psychoskop verbessern, um die Koralle scannen zu können. Ich schicke dir die zu scannenden Orte. Ja, Freunde, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Alles, was wir bisher immer so erfahren haben, hat ja auch darauf hingedeutet, dass wir selber uns da freiwillig eingedingst haben. Wir haben Experimente mitgemacht, wir haben uns freiwillig zur Verfügung gestellt, wir haben Neuromods getestet, das wussten wir alles. Und diese Aufzeichnung hat uns mit unserem Bruder gezeigt. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr weiß, was ich weiß und dass ich nicht mehr weiß, was ich vorhabe und nicht mehr weiß, wie ich mich entscheiden soll. So, wir brauchen diesen Chipsatz hier, Korallendetektor 64 SI. Den sollen wir uns reinpfeifen. Modifizier das Psychoskop, sodass es Korallen scannen kann. Bevor ich den Schlüssel gebe, besorge den Chipsatz zum Scannen der Koralle von Alex Schreibtisch und installiere ihn. Haben wir gemacht. Scanne die Koralle im Außenbereich. Ich weiß nicht mehr, was ich noch weiß. Ja, die Mission ist ja dann für den Arsch, die können wir ja dann quasi nicht abschließen, oder?
Genauso wie ich die Mission nicht abschließen kann. So, das ist für Gustav. Die beiden können wir noch abschließen. Hol dir Alex Zündschlüssel. Alex hat gesagt, er würde mir seinen Zündschlüssel geben, wenn ich in sein Büro komme. Er ist nicht erschienen, hat mir aber ein Looking Glass Video dagelassen, in dem ich einen Plan zur Neutralisierung der Typhon erkläre, ohne die Talos 1 zu zerstören. Oder zerstören zu müssen. Alex sagt, er würde mir seinen Zündschlüssel geben, wenn ich ihm beim ersten Schritt in diesem neuen, alten Plan helfe. Dann liegt es an mir. Der erste Schritt heißt, das Korallennetzwerk an einen wichtigen Orten... An einigen wichtigen Orten zu scannen und die Daten in seinem Büro hochzuladen. Was wir halt nicht wissen ist, ist Alex verrückt, weil er glaubt, dass man das immer noch retten kann und dass man den Plan noch durchführen kann? An den wir vielleicht ja auch mal geglaubt haben? Oder sind wir verrückt? Ist es dumm, die Raumstation hochzujagen und wir sollten lieber den Plan verfolgen, den wir selber ja mal anscheinend hatten? Vielleicht haben wir aber auch gesehen, dass das nicht mehr funktioniert. Dass man die Raumstation eben nicht mehr retten kann. Dass es dafür längst zu spät ist und dass nur noch der neue Plan funktioniert, nämlich alles in die Luft zu jagen. Och Leute, ich weiß nicht, was zu tun ist. Heieiei, alles sehr schwierig. So, Rohrzangenangriffe verursachen mehr Schaden. Hauen wir uns mal rein, wir haben ja ein paar Neuromods. Oh, noch ein Anruf. Morgen. Dieses Video war... Ich überprüfe immer noch meine Anweisung. Aber wenn der Scan der Koralle Ihnen Zugang zu Alex Zündschlüssel verschafft, ist es vielleicht am besten. Eventuell bestärkt sie das Wissen über den Zweck der Koralle in ihrer Entscheidung, die Talos 1 zu zerstören. Seien Sie vorsichtig. Uns läuft die Zeit davon. Ja, Januar hält natürlich weiter an dem anderen Plan fest, den wir ja auch ihm angeblich aufgetragen haben, ja? Wir haben Alex und was aufgetragen, was er zu tun hat. Wir haben Januar und Dezember Sachen aufgetragen und wissen aber am Ende gar nicht mehr, weil wir unsere Erinnerung verloren haben. Was jetzt unser wirkliches Ziel war. Oh, guck mal, da liegen noch Sachen. Wir wissen halt gar nicht mehr, was das eigentliche Ziel von uns war. Wir haben verschiedenen Leuten und Maschinen Sachen aufgetragen. Alle sagen uns, hey, du hast gesagt, ich soll das machen, aber sie sagen uns verschiedene Sachen und was wir jetzt wirklich wollten und welche Version von ich. Vielleicht wollten wir wirklich alles davon, wirklich, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Vielleicht ist eines davon etwas, was wir gemacht haben, als wir schon sehr verändert waren im Kopf und das ist eben gar nicht so gut. Eine Aufgabe führt uns jedenfalls in den Außenbereich, wo wir die Koralle scannen sollen. Und die andere Aufgabe führt uns natürlich in die Lobby zurück. Das werden wir auch zuerst machen.